Ich fliege mit dem Luftschiff, ich fliege mit dem Luftschiff. Melvin, ja nicht. Wie mit dem Luftschiff? Na, muss man das ja. Ding kann richtig fliegen. Na, wo ist er? Okay, er braucht wirklich 106 Marble. Okay. Cool. Dann machen wir das jetzt halt so. Guck mal. Cool. Willst du auch mal fliegen? Ja, ja. Bloß einmal um deine Base rum. Neum. Cool, so schnell ja. Sind wir. Ich komm nicht mehr raus. Oh, doch. Aber ja, Melvin, du sieht das doch viel besser aus, Melvin. Warum? Schon wieder ein Penis aufgetaucht? Nö, ich hab sein Holz mal besser gechiselt. Ich und Holz. Warte, ich guck's mir gleich an. Ah ne, stimmt, da war vorher mein. Genau, oh, ja, da fehlt noch was. Also... Nein. Ich und Holz. Ich und Holz, Uwe. Gefällt dir etwa nicht, was ich gechiselt hab? Ey, was machst du da? Hallo? Ernsthaft? Was? Drawing Region. Erwischt. Ich schenk dir die Stühle. Warum habe ich die scheiß Fackel cool. Im Inventar, Melvin? Behalt deinen Scheiß selber. Ich hab bessere Fackeln. Boah, damit hat CO2 eben gerade schon. Ike, guck dir das mal an, was ich aus seinem Holzstumpf geschüsselt habe. Ich war gerade bei mir. Sein Holzstumpf hat jetzt einen Penis. Ernsthaft? Eigentlich müsste aber der Penis so nach vorne dran und in die Richtung gucken. Ey, nee. Oh. Man sieht sich im nächsten Leben. Oder auch nicht. So besser? Wobei es ist nicht symmetrisch jetzt. Ist oder? Ja egal, jetzt müsste man noch die. Jetzt müsste man noch die Boobs dran machen und. Warte, ein Gesicht warte. Nee, ich krieg den nicht mehr besser hin, das ist jetzt eine Connected Texture. Ich und mein Holzpenis. So, ich geh jetzt das Portal öffnen. Ich komm gleich rüber. Melvin, die Monster, die rauskommen, die schicke ich dann zu dir. Ja. So, wie viel Mana haben wir? Hier ist über die Hälfte drin, da ist über die Hälfte drin. Da haben wir wieder was verbraucht, egal. So. Und da ist es an. Und ich hab das Elfengardbuch. Jetzt können wir gleich noch ein bisschen Eisen reinhauen. Ach ne, hier, Mana-Stil, genau. Schön, jetzt habe ich hier Stühle. Und ja, jetzt fehlt dir nur noch der Tisch. Jetzt habe ich auch noch so einen. Den Tisch kann ich dir auch gerne machen, also. Hast du eine Deko-Bench oder wie? Nee, das kannst du so craften. Achso. Und ich habe auch das fortgeschrittene Lexika Botania jetzt. So. Oh Leute, ich kann in die Uhr. Ich bin die Uhr. Wirf wieder raus. Hast du überhaupt schon was reingeworfen? Ja, ein Block Mana. Hier ein Block. Ich glaub, die kannst du nicht blocken. Weiß ich glaube, die musst du einzeln tauschen, beziehungsweise du brauchst zwei Blöcke. 2:1 ist es bei Mana zu Elementium. Okay. Und du kannst auch ganze Blöcke. Ich habe gerade nachgeguckt erst. Was brauchst du denn noch? Da kam es erstmal rausgeblockt. Jetzt weiß ich das. Du brauchst noch Mana Pearls. Warte mal.
So, jetzt. Machen wir das schon mal. Mana-Pulse ist 1 zu 1. Davon brauchst du mindestens 8. Mana-Perlen herstellen ist ja ganz easy. So, Diamanten, also hier diese komischen, könnte ich die da auch durchwerfen? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, da kriegst du Dragonstones raus. Die wirst du nicht für vieles brauchen, aber die braucht man auch manchmal. Was braucht man die eigentlich? Los. Also, gibt schon ein paar Rezepte. Für einen Shard auf Laputa braucht man die zum Beispiel. Alter, ich finde den Namen davon immer noch so bescheuert. Shard auf Laputa. Du, das ist wie mit der hier, wo ist die? Hier, Rune of Lust. Lust, das sind aber auch die 7 Todsünden. Ich habe mir heute Vormittag alle hergestellt nebenbei, während ich Mana produziert habe. Lust, Vielfraß, Geiz. Geiz ist geil. Oh, ich weiß jetzt nicht, Neid weiß ich ja noch und die letzten drei komme ich gerade nicht drauf. So, auf jeden Fall haben wir jetzt das Portal geöffnet. Wir haben das neue Lexika und es geht weiter. Ja, mit Gaia. Ritual of the Gaia. Ich kann dir die den Beacon spendieren, wenn du willst. Immer mit der Ruhe. Also bei dem lasse ich mir definitiv viel Zeit. Bei Gaia? Mhm. Okay, holen wir mal ein paar Sachen. Dreamwood. Okay, das holen wir uns natürlich auch noch ran. Ach stimmt, ich habe ja keinen Magneten mehr. Wie viel brauche ich dafür für eine... Aber du kannst doch Gaia bei dir drüben beschwören. Ja, deswegen mach 1, 2, 3. Ah, okay, das mit den Blöcken geht auch. Gut, das haben wir. Netherquarz muss ich noch durchschauen. Ja, warte, ich tausche gerade auch schon. Na, das Tauschen kostet ja nichts. Nö. Ich brauche aber einen komischen Ring wieder, bevor alles wieder nach hinten rausfliegt. Da. Ich habe wieder was Unnütziges gecraftet. Unnütziges? Das heißt ja. Was? Das wirst du gleich sehen. Ach stimmt ja, ich kann bei dir nichts platzieren, verdammt. Haha. So, das haben wir. Oh, das warte mal. Mana Glas. Okay, ich habe heute extra Glas gemacht. Oh lol. Was ist los, Melvin? Oh, das noch nicht. Man soll weg. Oh, doch nicht. Ich bin mal kurz bei mir zu Hause. Ich muss das hier mal, ich muss mal ein bisschen Mana bei dir produzieren. Ah, okay. So, das Elfglas haben wir. Okay, das hat gerade geleckt. So, dann haben wir soweit erstmal alles. Ressourcen, Elfenlore. Da werde ich nicht schlau draus. Alles Englisch, super. Ritual of Gaia, das machen wir erst einmal nicht. Warum aus? The Relict of the Urasasa-Sing-Dingsbums. Das da und das da. Oh, Cola. Ja, warte, Das sind mehrere Stacks gewesen. 4 Stück habe ich hier.
Ich fülle die mal an, manuell nach. Okay. Auf was ist diese Pflanze gebindet? Auf den da. Oh, hier okay. Nicht umstellen, bitte. Mhm. Das. Davon. So, das haben wir auch wieder. Das da. Gut, das reicht erst einmal. Fürs Erste. Ja, genau. Jetzt brauche ich hier noch ein Table. Melvin, Blazewatz? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Aber jetzt? Aber nein. Warum? Weil... Was ist der... Für was ist der gut? Wer? Dreamwood Twig. Mal reingucken. Ressourcen. Dekorative Block, Heavy Air Block, Truth Door, Dekorative Block. Elementium Pickaxe, verschiedene Rods, die ganzen Elementium Tools in erster Linie, plus Shellac Mesa und Unstable Reservoir. Ich meine diesen Stab, den ich mir jetzt hergestellt habe, den Dreamwood Twig. Ja, ja, der ist zum Herstellen von den Elementium Pick, von den Elementium Tools. Okay. Und von Rod of the Shattered Mesa und Rod of the Unstable Reservoir. Wobei okay. Du für das eine noch Gaia Split brauchst. Okay, dann hau ich die 128 der Dinger da auch noch rein. Oh ne, jetzt bauen da schon welche. So. Ja. Nein! Doch. Nein, das Skelett. Schwind. Ja. Man, was ist los? Brauchst du Hilfe? Nein, mir geht's best. Gut, kriegst du keine Hilfe. Arsch. Ich, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich bei dir Terra-Stil herstellen wollen, Ike. Ja. Kannst du machen, wenn genug Mana da ist. Ich geh mal kurz in den Nether, wenn ich schon hier bin. Wollte eigentlich was hinschisseln. Was, bei mir? Nee, hier beim Spawn. Nee, da ist der Spawn Protection. Nein, nicht der Spawn, sondern beim Nether. Achso. Nein! Das reicht minimal nicht gerade. Mal versuchen, was hinzuschisseln. Wohin? Gibt's kleine Wolken? Komm, gib mir Mana. Aschewolken. Ich weiß nicht, wie tief es da runter geht. Ganz tief. Oh. Es gibt keinen Boden im Dings. Nether. Okay. Das ist gar nicht gruselig oder so. Weil ich weiß jetzt nicht, wie... Wie das einfach nicht weiter in die Mitte geht. Geil. Also. Wollt ihr jetzt auch mal los? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Weil ich habe das so gebaut, dass du selbst hier die hier und die hier mit auf den die zwei Sachen machen kannst. Welcher? Den hier zum Beispiel kannst du mit da drauf machen und den hier kannst du hier mit auf den Mana Pool. Das stimmt. Komm schon, es sollte doch jetzt fertig sein. Das ist so geil.
Ja. Ich sehe schon, kommen jetzt die Spawns. Wenn es die spawnt, gehe ich jetzt zu mir rüber und crafte mir Endoflames und baue mir eine automatisierte Mana-Produktion. Okay, ne, ich heb's wieder auf. Ich sehe es nämlich gerade, die gehen wieder nach außen. Ich war noch nicht mal ansatzweise fertig. Mana produziere ich dir aber nochmal, weil ich habe ja dein Mana aufgebraucht. Hier aber. So, das ist ein besseres Thumbnail. Ja, das ist das Ding, was ich vorhin hergestellt habe. Ich habe schon nachgeguckt, was du hergestellt hast. Endoflame. Wie stelle ich die dumme Kacke her? Mit Mystical Brown Pedestal und Reds. Und Seeds. Und Wassereimer. Aber Melvin, wie gefällt dir deine kleine Insel? Die ist doch cool, oder? Ja, dieses Notch persönlich läuft bei mir rum. Boah, das sieht aus wie Balui. Na, das ist Notch, hallo? Nein, Erfinder von Minecraft. Ach, scheiß drauf. Von Vanilla Minecraft, bitteschön, gemoddet ist besser. Wow. Oh Gott. Der kam von ganz tief unten gerade. Wie gefällt dir eigentlich deine kleine Mini-Insel? Ich hätte da auch einen Penis drauf machen können. Was? Kann man was aufmachen? Nee. Schade. Aber man kann die Blümchen, also ich kann mit anderen Blümchen machen von Botania. Ah, sieht schon cool aus. Und das ist eine Lampe. Kann man einfach so abbauen auch. Ja. Okay. Da? Hast du gesehen, es ist dunkel geworden. Wenn es wieder drauf sitzt, wird es halt wieder heiß. Es ist halt eine Lampe. Ich hab davon noch ein paar. Ich kann auch jederzeit wieder neue herstellen. Das ist cool. Oh toll, was wollte ich jetzt machen? Stimmt. Diese. Ich glaube, das war Dark Oak. Ist gar nicht. Für Dark Oak Saplings brauchte man aber 4 Erde, ne? Ja. Okay. Melvin, weißt du, wie spät wir es haben? Was ist das? Das ist eine Uhr. Warum? Auf dem Auge. Keine Ahnung. Mach kein Auge, Ike. Ich weiß es. Ich weiß es einfach nicht, warum. Ach du Scheiße, wie viele Eier und Scheiße hat sich da drin eingesammelt. CO2, no, Scheiße, dein Stichwort. Ja. Geh sie dir holen. Ich hab mir schon bei dir genug Scheiße jetzt erstmal abgeholt für die nächsten paar Dinger.